Ich schicke dir sonnige Grüße. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Das ist jetzt eine Legung für das Wochenende, für dein Wochenende. Ich frage die Tarotkarten, wie dein Wochenende so sein wird. Bedenke, es ist eine allgemeine Legung und es kann sein, dass du vielleicht nicht mit allem und auch nicht zu 100% in Resonanz gehen wirst. Dein Wochenende. Was kommt da auf dich zu? Ich habe hier den Wagen. Das Rad des Schicksals. Die zwei der Schwerter und die drei der Münzen. Wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren, liken, schreib mir gerne einen Kommentar, ja, zu dieser Legung und lass mich wissen, ob du in der Resonanz gegangen bist, ob du dich hier wiedergefunden hast. Dein Wochenende. Was kommt denn da auf dich zu? Die 10 der Münzen, das nehme ich noch, das ist zu viel. Also es wird viel passieren, sagen wir mal so. Du wirst sehr viel erleben, ja, am Wochenende. Und du wirst auch Glück haben. Ich habe hier, ich werde später noch mehr Karten dazu nehmen, aber erstmal die hier, weil die Karten zeigen mir, ich soll mich erstmal darauf hier konzentrieren. Glücksgriff, ein Glücksfall, Glück erleben. Glück haben, vielleicht auch Glück im Unglück, das könnte auch hier so sein, mit dem Rad des Schicksals und mit den 10 der Münzen. Stabilität aus unsicheren Verhältnissen, aus einer unsicheren Lage, wird das stabile Glück werden, soll ich dir als allererstes sagen. Und ich habe hier für dich eine Reise. Wirst du verreisen, vielleicht machst du aber nur einen Ausflug, vielleicht wärst du einfach irgendwo hin. Es kann sein, ja, nur einkaufen, ja, das kann auch sein, aber es wird mir hier ein Wagen angezeigt. Also du wirst wahrscheinlich in einen Wagen steigen, vielleicht aber auch in einen Zug oder Flugzeug oder vielleicht Schiff, ja. Schreib mir das gerne in die Kommentare, ob du jetzt irgendwie vielleicht verreist, eine Reise machst, einen Ausflug oder ob das einfach nur so ist, dass du ja einen größeren Einkauf planst und du wirst einfach in ein Auto einsteigen. Ja, das kann hier so sein. Kann natürlich auch ein Bus sein. Vielleicht machst du eine Busreise. Und da wird, also wenn du nichts geplant hast, kann sein, mit dem Rat des Schicksals, ja, daneben, kann sein, dass sich diese Gelegenheit dir bieten wird, aber trotzdem, obwohl du nichts geplant hast. Vielleicht ein Kurztrip. Vielleicht nur ein Ausflug, ja? Vielleicht ein Ausflug ein bisschen weiter weg, wo du wohnst. 10 Kilometer, 20, 50, ja? Und da soll ich dir sagen, da wirst du etwas Schicksalhaftes erleben. Bei dieser Reise, bei diesem Ausflug, wirst du etwas Schicksalhaftes erleben. Das soll ich dir sagen. Das ist jetzt sehr wichtig, dass du das weißt, ja? Und in welche Richtung geht das ganze Schicksalhafte? Das würde mich interessieren. In das Ast der Stäbe, wow, stark. Das ist hier eine Chance, eine Möglichkeit. Also das Schicksal wird dir hier auf dieser Reise oder nur am Wochenende, weil wenn du nur einkaufen fährst, das ist auch wie eine Reise, könnte man sagen, man bewegt sich ja irgendwo hin. Und zwar mit einem Vehikel, ja, mit einem Ding, was fährt. Und ja, da wird sich etwas für dich ereignen. Da hast du eine Chance, du bekommst eine Chance. Die wird sichtbar werden, die wird sich dir zeigen. Und das ist eine Chance, wo du auch ja so positiv getriggert wirst. Ja, das wird in dir etwas zum Schwingen bringen. Da wird etwas Anklang finden. Der Funke springt über bei dir. Ich habe das hier vielleicht... Wirst du jemanden kennenlernen und der Funke springt über. Das kann nämlich hier auch so sein, ja? Aber muss nicht. Du könntest auch irgendwie durch irgendeine Sache oder Begebenheit einfach so, naja, so angezogen werden und da anfangen, dazu agieren und so ein bisschen da was machen und zu tun und dich da einzubringen. Und das ist irgendwie so der Beginn von etwas. Das sind die ersten Schritte, ja?
Du wirst mit irgendetwas konfrontiert werden, das ist schicksalhaft, was hier auch spannend ist, was hier auch Spannung verspricht, ein Abenteuer vielleicht sogar. Etwas Abenteuerliches wird für dich möglich werden, jetzt am Wochenende. Vielleicht auf dieser Reise, aber vielleicht auch bei dir, da wo du wohnst, einfach durch das Rad des Schicksals. So habe ich das hier. Ja? Und die zwei der Schwerter, wieso sind die zwei der Schwerter hier? Die vier der Münzen. Sag Nein zu verlockenden Angeboten. Sag lieber Nein zu verlockenden Angeboten. Oder wenn das nicht möglich ist, dann lass es. Ja, wenn es zu anstrengend ist, zu kompliziert, lass es. Das soll ich dir hier sagen. Das sind die Karten, ja. Denn das ist hier so, als würde man Nein sagen, als würde man sich zurückziehen, als würde man nichts sagen, nichts machen, nichts hören wollen. Und dann hier ist das Festhalten, ja, das krampfhafte Festhalten. Also halt dein Geld fest. Ich habe das hier so: Halt dein Geld fest. Gib nicht so viel Geld aus. Pass auf deine Habseligkeiten auf, ja? Zurückhaltend ist besser, soll ich dir sagen. Vielleicht wirst du in irgendeiner Situation dich befinden und da ist es besser, vielleicht wirst du dich daran jetzt hier erinnern und da ist es besser, wenn du dich da zurückhältst. Wenn du da sagst, oh nee, oder du ziehst dich einfach da raus und machst gar nichts, ja? Und dann wirst du sogar dir deine Habseligkeiten bewahren, ja. Sowas habe ich hier in der Art, aber auch noch, ich habe hier die Stabilität einfach auch für dich am Wochenende, generell, einfach stabil. Alles bleibt so, wie es ist, so wie es sein soll, wie man es geplant hat in so einem großen Rahmen. Da wird es keine krassen Umbrüche geben oder sowas, ja. Auf der anderen Seite soll ich dir hier sagen, dass du aber auch ein bisschen Lockerheit an den Tag legen könntest, ja? Nicht zu doll krampfhaft festhalten, sondern vielleicht auch hier was Kleines gönnen, ja? Vielleicht nicht irgendwie sowas Riesiges, ja, sondern was Kleines kannst du dir hier erlauben, kannst du dir hier gönnen, soll ich dir sagen, ja? Und dann habe ich hier noch die drei der Münzen. Und was ist mit den drei der Münzen los? Oh, der Bube der Kelche. Aha. Also im emotionalen Bereich, da kann sich was tun, soll ich dir sagen. Emotional bedeutet familiär, freundschaftlich, aber auch romantisch. Es geht aber auch bei einigen um die romantische Liebe. Und da kann sich was tun. Ich habe hier ein Angebot für dich. Oder jemand wird dir sagen, wie es um die Gefühle steht. Jemand wird die Gefühle vielleicht aber auch zeigen, nicht nur sprechen darüber, sondern auch zeigen durch eine Geste. Ja, habe ich hier eine liebevolle Geste oder eine romantische Geste habe ich hier für dich. Und du wirst einfach von jemandem auch so umgarnt werden. Jemand findet dich gut und umgarnt dich. Und das ist auch sowas, was sich weiterentwickeln wird. Das kann aber auch hier unter Umständen anfangen, ja? Du kennst diesen Menschen, ja, weil hier dieser Mensch ist schon da bei dir irgendwo. Und dieser Mensch kommt auf dich zu und ihr spricht über Befindlichkeiten, Gefühle, was vielleicht auch so ein bisschen so Spinnereien könnte sowas auch sein, ja? So Träumereien könnten hier auch eine Rolle spielen. Und dann wird man aber auch hier darüber nachdenken und das auch nicht nur nachdenken, sondern auch das, was möglich ist, wird man umsetzen sofort. Und das kann hier ein Anfang vom etwas aufbauen sein oder an dieser Geschichte weiterbauen, ja? Mit diesen Menschen. Ich habe hier den Buben der Kelche. Das kann ein Wasserelement sein. Das kann aber auch hier die Erde sein. Vielleicht bist du Wasser oder Erde oder dein Gegenüber Wasser oder Erde. Aber da wird sich liebevoll um etwas gekümmert. Habe ich auch hier so liebevoll sich um etwas kümmern. Oder jemand kümmert sich liebevoll auch um dich.
Ja, das kann hier so sein, dass man sich um dich kümmert, um eure Angelegenheiten, um das, was euch beide verbindet. Also du wirst jemanden an deiner Seite haben, der dich mag und ihr könnt etwas gemeinsam gestalten, ja, am Wochenende. Sowas habe ich hier für dich. Aber das kann hier auch ein Liebesgeständnis sein für einige. Oder man wird über die Gefühle reden können. Und hier habe ich die 10 der Münzen. Und wieso sind die 10 der Münzen hier? Das ist der Kelche. Okay, also das ist hier die Chance, die Möglichkeit, im emotionalen Bereich Stabilität zu haben. Oder für dich kann auch eine feste Partnerschaft beginnen am Wochenende. Habe ich auch hier. Ich habe hier so viele Karten, die irgendwie so von Beginn sprechen. Zufälle gibt es nicht, aber das erscheint so zufällig. Man begegnet jemanden, jemand ist da, erzählt über die Gefühle und dann hier habe ich hier noch eine Chance, Stabilität zu finden. Das kann hier im emotionalen Bereich sein, ja, eine Chance, ein Angebot im emotionalen Bereich. Und dann wird es sehr stabil und glücklich werden am Wochenende in Bezug darauf. Kann aber auch etwas mit Beruf oder Finanzen zu tun haben, dass du eine Chance bekommen wirst, eine Chance vom Herzen. Ich habe hier auch eine Nachricht für dich. Vielleicht ist das diese Chance, diese Nachricht, die du dann bekommst. Eine Info. Jemand wird dir was sagen, jemand wird dir was mitteilen. Es wird dir etwas präsentiert werden, es wird sich dir etwas zeigen. Ja, und das ist die Chance, langfristig dann auch über das Wochenende drüber hinaus Stabilität zu erfahren, stabil zu sein, glücklich zu sein. Und das wird sich auch irgendwie lohnen, es wird sich auszahlen, das muss, das, ich habe das hier, wie man sieht, so zwei Karten, entweder ist es Beruf, Finanzen oder ist es die Liebe, ja. Da wird sich eine Chance bieten. Einige können den Zukunftspartner kennenlernen am Wochenende. Da wirst du jemanden kennenlernen, jemand kommt auf dich zu, du siehst jemanden oder jemand sieht dich und das wird dein Zukunftspartner sein. Sowas habe ich hier auch für einige. Das ist sehr, sehr wichtig hier, dass du das weißt. Weil das kann wirklich dein zukünftiger Partner sein. Du kannst schon jemanden haben, aber trotzdem. Da kann jemand dir unter die Augen kommen. Oder du kannst jemanden auffallen. Das wird dann dein zukünftiger Partner. Das ist nur so am Rande, soll ich jemanden sagen hier. Die 6 der Stäbe. Und die 4 der Schwerter. Am Wochenende Erholungszeit und dann wieder intensive Zeit. Intensive Zeit und dann Erholungszeit. Also du wirst viel erleben, du wirst auch Erfolg haben in dem, was du da so vorhast. Und du wirst vielleicht auch hier ein bisschen ausgepowert sein. Aber du wirst dann hier die Zeit haben, um dich zu erholen davon, um dich auszuruhen. Und es ist auch wichtig, dass du dich auch am Wochenende ein bisschen ausruhst, obwohl du so viel zu tun hast, obwohl das so viel passiert und um dich herum so viel los ist, weil das habe ich hier. Ich habe hier auch, sieht man hier zwei Menschen und hier sind auch zwei Figuren. Also du wirst sehr viel erleben mit jemandem direkt, mit einer Person. Und ihr könntet zum Beispiel etwas spielen und ihr werdet gewinnen. Oder du wirst diesen Menschen für dich gewinnen oder dieser Mensch wird dich für sich gewinnen dann. Ja? Sowas habe ich hier auch für dich am Wochenende. Jetzt kommen die Orakelkarten zum Einsatz. Dein Wochenende. Was wollen die Orakelkarten dir noch sagen zu deinem Wochenende? Geduld? Etwas zelebrieren, etwas feiern? Und
entweder loslassen oder loswerden, ja? Das ist hier so beidseitig. Du kannst entweder etwas loslassen oder du kannst etwas loswerden endlich. Es verlässt dich. Es geht weg. Es zieht von dannen. Und das ist so eine Erleichterung, dass es endlich weg ist. Ja, das wird dir am Wochenende passieren. Etwas wirst du gehen lassen oder etwas wird verschwinden. Und das wird so ein Aufatmen sein. So eine Befreiung bekomme ich hier rein, so, oh, endlich, ja. Und du bist leicht, du fühlst dich gut. Es geht dir dann viel besser dadurch. Dann habe ich hier feiern, also bist du eingeladen? Bist du irgendwo eingeladen? Schreib mir das gerne in die Kommentare, ob du irgendwo eingeladen bist, ob da sich vielleicht eine Geburtstagsfeier angekündigt hat oder vielleicht etwas anderes, vielleicht auch was trinken gehen mit einer Gruppe von Leuten, vielleicht aber auch zu zweit irgendetwas ja feiern, zu zweit, ja, auch die bloße Existenz vielleicht nur, aber es ist ein Grund. Und ja, ich habe dich hier in sehr guter Laune, entspannt, glücklich, zufrieden, vielleicht so ein bisschen, sieht man hier auf dieser Karte, vielleicht ein bisschen so schweben, ja, schwebend. Ja, vielleicht bist du verliebt und du wirst diese Verliebtheit ganz, ganz stark zum Spüren bekommen. Und wenn du verliebt bist und dich am Wochenende mit deinem Gegenüber triffst, dann wird es, ja, die Schmetterlinge werden nur so dahin fliegen zwischen euch beiden, ja? Schmetterlinge im Bauch, Schmetterlinge im Kopf, ja? Einfach so ein bisschen, ja, auf Wolke 7 schweben, könnte man hier auch sagen. Das wird möglich werden für dich am Wochenende. Und dann habe ich noch Geduld. Du sollst in irgendeiner Angelegenheit ein bisschen Geduld beweisen, geduldig sein, ja? Geduld ist wichtig. Geduld ist eine Tugend, wird mir hier gesagt, am Wochenende. Vielleicht wird sich da eine Situation irgendwie ergeben, wo du ungeduldig wirst. Vielleicht wirst du dich hier daran erinnern, aha, ich soll geduldig sein. Weil Geduld ist besser, ja? Ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Vielen lieben Dank, dass du hier bei mir warst. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.